Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und ich erkläre heute etwas zum Thema Lippenaufspritzen. Das muss absolut nicht unnatürlich ausschauen, wenn man ein paar wichtige Regeln befolgt. Und eine davon sind die Proportionen zwischen der Oberlippe und der Unterlippe. Aber bevor ich das an meinen Lippen erkläre, die ich wahrscheinlich nicht so bald aufspritzen werde, nehmen wir uns eine Patientin und ich erkläre ein bisschen, worauf man dabei achten muss. Ganz wichtig nämlich ist, das Bild von vorne ist nur die halbe Wahrheit. Wichtig ist auch das Bild von der Seite und wir müssen bedenken, dass das Zahnmaterial und das Kinn eine ganz große Rolle bei der ganzen Sache spielt. Also, auf geht's zur Patientin. Und jetzt schauen wir uns bei unserer Patientin die Lippen an, und zwar die Ober- und die Unterlippe. Man muss nämlich immer beide behandeln, um die perfekten Proportionen zu erhalten. Bei dir ist Folgendes, dass die Oberlippe ein bisschen weiter hinten ist als die Unterlippe. Und das hat damit zu tun, wenn du ganz leicht die Zähne fletscht, genau, dass das Unterkiefer ganz leicht nach vorne schiebt. Das heißt, die Zähne und das Gebiss sind dafür verantwortlich, auch wie unsere Lippen ausschauen. Ganz speziell sieht man das bei Patienten, die zum Beispiel eine Zahnspange haben, die haben immer auch ganz schöne Lippen. Und was wir machen müssen, ist, dass wir eben das Verhältnis Ober- zu Unterlippe im Verhältnis 1 zu 1,6 behandeln müssen. Und in dem Fall müssen wir vor allem die Oberlippe nach vorne bringen. Das heißt, nicht nur größer machen, sondern wir müssen sie ein bisschen projizieren. Okay? Das Ganze machen wir so, dass wir hier und hier einen kleinen Einstich machen und mit einer stumpfen Kanüle die Lippe möglichst atraumatisch, also dass kein blauer Fleck entsteht, auffüllen. Okay? Wenn wir Lippen unterspritzen, ist ganz wichtig immer die Seitenansicht. Wir sehen extrem viele Vorher-Nachher-Fotos immer von vorne, aber die Seite ist mindestens genauso wichtig. Und bei der Seite sehen wir die Rolle der Nase und des Kinns. Ist quasi das Kinn ein fliehendes Kinn? Kann man dann auch schön einblenden, eine Grafik. Dann erscheint die Lippe größer, wie wenn das Kinn prominenter nach vorne scheint. Und was wir bei ihr machen werden, ist, sie hat super Proportionen, dass wir beim Kinn ganz wenig in dem unteren Bereich ihr eine leichte Projektion geben werden. Und aber vor allem die Oberlippe auch ein bisschen nach vorne bringen, weil die aufgrund des Kiefers, aufgrund des Vorbisses vom Unterkiefer, steht das Unterkiefer ein bisschen weiter vorne und die Oberlippe ist weiter hinten. Deswegen werden wir Oberlippe ein bisschen projizieren. Wie machen wir das? Wir verwenden einen Filler, der eine schöne Heberkapazität hat. Und wir werden Folgendes machen, dass wir mit einer sogenannten Kanüle von außen in die Lippe reingehen und mit diesem stumpfen Instrument die Lippe auffüllen. Der erste Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir mit einer Nadel seitlich in der Lippe eine kleine Öffnung in die Haut machen. Da kann hin und wieder ein kleiner Blutstropfen kommen, muss aber nicht. Um in weiterer Folge mit der Kanüle, und dieses Instrument ist eben stumpf, in die Lippe einzudringen. Mund ganz leicht öffnen, Augen offen lassen. Und jetzt sieht man quasi, dass wir mit diesem stumpfen, feinen Instrument langsam uns in der Lippe, in der Fettgewebschicht, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht zu nah an die Schleimhaut kommen, in der Fettgewebschicht nach vorne arbeiten und den Filler langsam absetzen. Alles gut, oder? Super. Sie traut sich gar nicht Ja zu sagen, man könnte auch Ja sagen. Und so können wir ganz vorsichtig, ohne vor allem blaue Flecken zu erzeugen, den Filler in der Lippe platzieren. Das geht echt mit Mikrotröpfchen. Ja, das muss man Stück für Stück machen. Ich sage immer, schnelles Lippenaufspritzen, das gibt es nicht. Das muss man langsam machen. Und das, was auch wichtig ist, dass wir auch eine Form behalten müssen. Das heißt, die Lippe wird nicht als Schlauch aufgespritzt, sondern vorne haben wir ein bisschen weniger. Dort, wo die Tuberkel sind, die werden wir ein bisschen betonen, da im Unterlippe ist ein Tuberkel, muss hier ein bisschen weniger sein. Also die Lippe muss richtig so eine schöne geschwungene Form bekommen oder weiter behalten. Man sieht, glaube ich, eh schon den Unterschied schon langsam. Wir sind weit entfernt noch von 0,2, 0,3. Wichtig ist es der Patientin auch, dass es nicht zu viel wird. Mir übrigens auch. Und jetzt sehen wir schon eigentlich ganz gut den Unterschied zwischen der Oberlippe rechts und der Oberlippe links. Zweite Seite. Und wie erwähnt, ist das größte Problem eigentlich, dass wir immer Dinge versuchen müssen, möglichst symmetrisch, möglichst gleich zu machen.
Wenn wir jetzt nur eine Seite der Lippe aufgespritzt hätten, hätten wir eigentlich schon fast alles erreicht. Gell? Dann hätten wir schon fertig. Aber jetzt ist die Meisteraufgabe, dass das möglichst gleich wird. Und die Lippen sind ja nicht gleich. Deswegen ist es umso schwieriger, die gleich hinzubekommen. Gell? Schauen, was passiert. Den Stempeldruck fühlen. Dazwischen mal Pause machen, wieder schauen. Oft braucht man gar nicht so viel, man denkt eigentlich. Nachdem wir das jetzt oben schon geschafft haben, gehen wir auch auf der zweiten Seite in die Unterlippe. Gleiches Vorgehen nochmal, ein kleiner Stich. Das, was man hier sieht, ist, dass eben aus der Öffnung manchmal so ein Tropfen Blut rauskommt. Und wieder mit der Kanüle nach innen wandern. Und ganz vorsichtig die Lippe auch im unteren Bereich mehr zentral als seitlich auffüllen. Wir haben ja gesagt, dass bei ihr die Unterlippe gar nicht so eine Priorität hat, wie es oft eigentlich der Fall ist, weil die Oberlippe, der müssen wir ein bisschen was geben. Der Auftrag war so wenig wie möglich auch. Gell? Da gehen wir nach oben nochmal ganz in die Mitte hinein. Super. Was wir gemacht haben, ist, dass wir mit diesem stumpfen Instrument den Filler hier platziert haben. Und ich möchte euch jetzt zeigen, ich habe hier 1 Milliliter Filler, dass wir in der oberen Lippe eigentlich nur 0,2 Milliliter Filler verwendet haben. Und ihr seht jetzt gleich, wie viel oder wie wenig das ist. Das kann dann jeder für sich bezeichnen. Das haben wir jetzt hier in der Oberlippe gemacht. Ich zeige das auf der anderen Seite auch nochmal. Man sieht, dass da doch eigentlich, wenn man nur 1,02 verwendet, wie viel das eigentlich ist. Gell? Und in der Unterlippe zeige ich euch mal, wie viel 0,3 ist. Da muss ich nur die Anzeige halten. Wie viel 0,3 ist, das ist nämlich gar nicht wenig eigentlich. So schaut dieses Hyaluronsäure-Gel aus und man sieht auch, dass das ein Gel ist, das eine relativ gallertige Substanz hat. Und damit so einen tollen Hebeeffekt. So, jetzt haben wir gerade, um es richtig zu sagen, mal 0,5 Milliliter. Und jetzt soll noch mal einer sagen, dass 0,5 Milliliter nicht viel ist. So, und zur Auflösung machen wir heute wirklich etwas, dass wir 1 Milliliter an der Lippe verteilen. Jetzt schaut euch mal das an, wenn die Leute dann sagen, so bei 1 Milliliter ist ja gar nicht viel. Wie verdammt viel 1 Milliliter Filler ist. Also wenn das nicht viel ist, dann weiß ich aber auch nicht. Schön, gell? Weil jetzt eben auch die obere so ein bisschen in den Pouch begonnen hat, die untere ist noch immer trotzdem da. Sollen wir oben ein Stückchen mehr noch geben? Es würde noch gehen. Ein bisschen mehr oder nicht? Lassen. Okay, super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es Fragen zu dem Thema gibt, es gibt ja schon das ein oder andere Lippenvideo, freue ich mich gerne darüber. Ein Like hinterlassen ist wichtig für den Suchalgorithmus auf YouTube und wer noch mehr von diesem Video sehen will, kann hier oben den Kanal abonnieren. In diesem Sinne einen schönen Tag, bis bald, alles Liebe und ciao.